Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 14. Wir gehen jetzt mal in die Vorschau und sehen in der Vorschau zwei Mannschaften, von denen beide der unterschiedlichen Enden der Tabellen treffen im Spiel zwischen VfB Stuttgart und Werder Bremen aufeinander. Auf Ende VfB Stuttgart eindeutig die bessere Saison spielt als der Gegner, hat Werder Bremen heute die Möglichkeit, den Fans ein Geschenk zu machen und einen Sieg in die Tabelle nach oben zu rücken. Die VfB Stuttgart-Anhänger scheinen das Debüt des Flügelspielers Sarabia zuvor Fürth kaum noch zu erwarten zu können. Die Anhänger des früherigen Vereins war über den Wechsel natürlich weniger erfreut. So, dann kicken wir mal, was wir noch da haben. 5 Siege in Folge sind Balsam für das Selbstbewusstsein. Kein Wunder also, dass sich der VfB Stuttgart gute Chancen ausrechnet, auch der Werder Bremen Mannschaft die Punkte entreißen zu können. Mal sehen, ob es Müller heute wirklich gelingt, seiner Mannschaft so zu einem Befreiungsschlag zu animieren, damit die quälende Durststrecke des Vereins endlich zu beenden. Ich weiß einfach, dass wir das Zeug dazu haben, dieses Spiel heute für uns zu entscheiden, betonte der Werder Bremen Trainer auch auf der Pressekonferenz gegenüber. Wir müssen vor allem dafür sorgen, möglichst früh in Führung zu gehen und so den enormen Druck aufzubauen, der im Moment auf dem Selbstbewusstsein der Mannschaft lastet. Der Trainer von VfB Stuttgart wirkte heute vor dem Spiel wie die Zuversicht in Person. Und er hat dazu auch allen Grund. VfB Stuttgart spielt momentan in Topform und ist nach 5 Spielen immer noch ungeschlagen. Eine Tatsache, die nicht zuletzt Müller und seinen Fans des heutigen Gegners anlässt, zur Sorge geben muss. So, ja. Das bringt mir natürlich extreme Sorgen. Absolut. Ein Unentschieden ist eine Traumsituation. Ein Unentschieden ist die Traum. Ist eine Traumsituation. Und wir spielen heute eben Alten Gottlieb Daimler Stadion. Ohne Witz, ich weiß immer nicht so, wie das Stadion in Stuttgart heißt. Ich weiß immer, dass es das Gottlieb Daimler Stadion ist. Und danach hieß die Mercedes-Benz Arena. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Ja. Na, schade. Ich glaube, mit dem Elfmeterschießen habe ich mittlerweile auch so langsam raus. Ah, Ziel ist es jetzt irgendwie, einen Ball zu halten. Einer ist Ziel. Das ist halt doof. Jawohl, eingehalten. Sehr schön. Ah. Ja, sehr schön. Nächsten gehalten. Kaum schon. Ah, das unten in die Ecke da. Aber egal, zweiter, wir haben wenigstens ein paar Minuspunkte gesammelt und somit gehen wir ins Spiel gegen den VfB Stuttgart. Willkommen in Stuttgart. Besser kann es für die Schwaben nicht laufen. Der VfB Stuttgart steht oben in der Tabelle. Wir sehen eine motivierte Mannschaft, die auch jetzt in Richtung Tabellenspitze schielt. Dagegen der Gegner, ja, Abstiegsangst im wahrsten Sinne des Wortes. Man ist kürzlich auf einen Relegationsplatz gerutscht. Das war mal absolut nicht das Ziel. Heute müssen die Bremer punkten und hoffen, dass Gladbach im gleichen Zug verliert, damit man wenigstens etwas außerhalb des Ranges des Abstieges gelangt. Gucken wir mal, ob die das heute gelingt oder ob es heute eine Niederlage handelt. Eigentlich, laut Prognosen, wird das ein ganz klarer Sieg für den VfB Stuttgart. Die Santo. Gut, Ekeci, schön gemacht zu Pedersen. Pedersen und verliert den Ball gegen Sack. Anscheinend wollen die hier mit Statistik gar nichts am Hut haben. Macchiardi mit der Möglichkeit geben. Hochmut kommt vor dem Fall, oder was?
Möglichkeit, jetzt der Stuttgarter, Harnik, über den Flügel, Harnik. Und Einwurf, Stuttgart. Der Harnik kann das eigentlich weit machen, macht das aber bitte nur kurz. Und was wird das denn eine für eine Klärungsaktion? Das war absolut dürftig. Pedersen. Mit den Händen flankt er gleich. Petersen. Flanke und Ulreich. Mit den Fingerspitzen kommt der Mann ran. Damit hätten die Schwaben mal so gar nicht gerechnet. Mit dieser offensiven Taktik der Bremer. Ecke Bremen. Den macht Gimjowski diesmal. Gimjowski und knapp daneben von Garcias. Große Möglichkeit zur Führung, zur überraschenden Führung der abstiegsbedrohten, der abstiegsbedrohten Bremer. Normalerweise, wenn du unter Tabellenspitze spielst, spielst du nicht so extrem leichtsinnig. Schön gemacht, Schmitz. Schmitz, da verliert ihr mal den Niederbein. Sag kein. Früh gestört. Selassie. Aber verliert den Ball gegen die Davi. Keane ist das. Robbie Keane. Ah, und Freistoß. Na, das wird bestimmt der Eagle relativ schnell machen. Machen wir nicht. Freistoß ganz in Ruhe, ganz langsam. Die Davi macht den. Und sich noch ein Mann zur Hilfe, aber Minitz auf Position. Wie viel ist ein Unentschieden wert? Das hat man in der Pressekonferenz vorher noch erwarten wollen von beiden Teams, aber irgendwie hat man nicht so ganz die Bedeutung des Unentschiedens wahrgenommen. Denn schließlich ist Stuttgart bislang mit 7 überhäuft. Die haben noch gar keinen Unentschieden. Den Bremern dagegen ist das Unentschieden-Spielen einem fast schon zu leicht gefallen. Möglichkeit, Gentner. Ach, wir nehmen den Ball auf. Schön angenommen, aber auch schön ist ausgespielt. Das ist Gentner. Zu Keen. Und Keen verliert den Ball. Jetzt die Möglichkeit, die Davi und Nils. Nächste Möglichkeit. Und es gibt Elfmeter. Das kann sie das ja auch nicht glauben. Diskussion, wir schauen uns das nochmal an, ob es wirklich Elfmeter war. Es war Elfmeter. Das macht wahrscheinlich der ihre Robbie Keane. Jawohl. Keane gegen Nielitz. Nielitz gegen Keane. Und er kriegt ihn. Er blieb ganz cool stehen. Und hat ihn gehalten. Und der VfB Stuttgart hat nicht die Führung erzielt. Der erste Elfmeter, den Nielitz hält seit langem. Was ist denn hier los? Die Bremer anscheinend heute so extrem vor Motivation strotzend, dass sie selbst Elfmeter kriegen. Di Santo. Macchiari. Na, verliert den Ball gegen Gentner. Ekic. Gut in die Mitte, aber da war jemand dazwischen. Jetzt der Konter über Rausch. Rausch. Ex-Hannoveraner. Kommt aber nicht so ganz zum Schuss. Einwurf. Und die Nahrung. Gentner. Rausch.
Und wieder Einwurf. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nach den anfänglichen Superleistungen der Bremer, wenn man es so nennen darf, gegenüber den Spielen, die sie davor gespielt haben, haben sie nachgelassen. 0:0 der Halbzeitstand. Ja, Stuttgart, die erinnert auch unentschieden spielen, wenn ihr gegen Bremen spielt. Na, gucken wir uns nochmal die Highlights an. Der Kopfball und mit der ganzen Handfläche kriegt den noch Ulreich. Und wir schauen uns nochmal, weswegen den Elfmeter gab. Ja, Nils hat er voll gegen das Knie. Knie gegen Knie. So ist es dann halt. Freiburg gegen Hamburg, unentschieden 1:1. Ja. Weiter geht's. Willkommen zur zweiten Halbzeit in Stuttgart. Wie kommen beide Teams mit der aktuellen Situation jetzt zurecht? Und abseits. Ja. Natürlich auch Pfiffe jetzt schon der Heimmannschaft. Die sind völlig überrascht. Na, geht nicht vorbei. Das ist Gent. Na schön in die Mitte. Aber den kriegt Schmitz. Na, Ballverlust. Nächste Möglichkeit der Bremer. Über Pedersen. Gnjowski. Der nach vorne zu Pedersen. Flankt den Ball. Und die Möglichkeit. Wird aber nicht genutzt. So, wir wechseln. Und zwar, wir wechseln aus Makkari, denn der ist nicht fit. Denn er ist nicht fit. Wir tun rein, wir tun rein. Stevanovic. Läuft, läuft, macht, tut. Und gut vorbeigegangen. Di Santo. Na, mit dem Ball, aber. In der Nachmittag. 64 Minuten gespielt, stehen wir 0:0. Und anscheinend wieder abseits. Nochmal an. Ja, lange Bälle ist es irgendwie heute nicht der Fall. Wechsel, Leitner rein für Didavi. Und Abdelau rein für Kiep. Wenn er den Elfmeter verschossen hat, wahrscheinlich einer der Gründe, weswegen er jetzt ausgewechselt wird. Das war eine Möglichkeit, die hätte auch besser genutzt werden können. Wurde es ja. Eckball. Bremer natürlich vorne alle dabei. Die kennen das ja mit den Ecken. Die müssen sie momentan nicht trainieren. Ecke in Jowski. Schön lang gezogen, aber der Ball geht auch knapp am Tor vorbei. Brüdel. Mit der Möglichkeit. So, wir wechseln nochmal aus. Und zwar jetzt vor dem Sturm. Pedersen raus. Für ihn Wegener rein. Nein. Zimovic.
Platzfahne wurde schon wieder gehoben. Gut vorbeigegangen, Pedersen. Nils Pedersen. Und mit Volley abgenommen. Stevanovic. Er hätte auch einfach so annehmen können und keine Probleme. Ja, Pedersen wird jetzt ausgewechselt. In der letzten Chance die beste Möglichkeit benutzt. Schauen wir mal. Ob der Neumann ein bisschen was Neues reißen kann. Injowski. Langer Ball. Hanik. Schön rüber. Rausch. Und. Nein. Kein Elfmeter. Ab der Laune. Kriegt ihn nicht. Das ist echt, weil Ab der Laune erst den Schuss abgegeben hat und dann Schmitz auf ihn rübergefallen ist. So, immer noch 0-0. Ja, was ist denn mit Stuttgart los? Für die Bremer ist das hier eindeutig ein Erfolg. Gegen ein Top-Team Punkten holen. Das haben wir ja bislang in dieser Saison überhaupt nicht gemacht. Guter Pass, Di Santo. Di Santo. Schön abgetroppt. Aber geblockt. Soll eine Nachspielzeit werden angezeigt. Das ist Ab der Laue. Ja, der verliert aber den Ball. Aber er gewinnt den Dreck wieder. Und Ende! 0-0 auch hier in diesem Spiel. Bremen sammelt weiterhin Punkte. Eine Leistung, wo man sich sagt, ja, deswegen sind sie die beste Abwehr. Aber auch, ja, deswegen sind sie der schlechteste Sturm in ganz Europa. 0-0 hier auch in Stuttgart. Ja, schauen wir uns nochmal die Highlights an. Unter anderem der Kopfball, der in der ersten Halbzeit war. Nicht so ganz gelungen. Und natürlich der Elfmeter, der Gott sei Dank gehalten worden ist. Das war ja natürlich ganz knapp. Schauen wir uns den auch nochmal an. Keen und Mielitz stand da eisenfest. Gott sei Dank gehalten, das war es aber dann auch. Spieler des Tages ist anscheinend, ja, Brünnes Spieler des Tages geworden. Das ist sehr schön. Leitner und Ab der Laune in der Katastrophenleistung sind ja noch schlechter als meine Stürmer. Ja, das freut mich, dass zumindest meine Stürmer besser waren als die jetzt des Gegners. Freiburg hat gewonnen mit 2-1 gegen Hamburg. Ist auch nochmal eine schöne Überraschung. Ja, Punktgewinn, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Ja, wahrscheinlich ist Hans jetzt ein bisschen traurig, enttäuscht, ja, ist nicht aufgestellt worden. Ich stelle keine verletzten Spieler auf. Wer bin ich denn? Ich stelle auch keine verletzten Spieler auf. So, gucken wir mal in Deutschland mal auf die Tabelle und wir sehen, wir sind Tabellen 14. Jawohl, wir haben durch unseren Punktgewinn 2 Plätze gut gemacht. Sehr schön. Ein Sieg, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Das ist grausam. Das ist echt grausam. Nach 9 Spieltagen mit 7 Punkten. Grausam. Der VfB Stuttgart ist aber Tabellenführer. Wir haben gegen den Tabellenführer einen Punkt geholt. Das ist doch sehr schön. Das ist sehr schön, das freut mich. Tabellenzweiter ist der FC Schalke 04, aber wahrscheinlich, weil sie unentschieden gespielt haben, sind sie erst Tabellenführer geworden. Und ja, der SC Freiburg hat gewonnen gegen Hamburg. Das heißt also eigentlich rein theoretisch, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben beide Spiele unentschieden gespielt. Beide Spiele werden auch gut und gerne verloren werden können, aber nicht von uns. Also dann nicht. Anfrage 1,1 Millionen. Das sollten wir mal vormerken. Archivieren bitte. Weil so eine Meldung ist natürlich sehr wichtig. Können wir vielleicht früher oder später nochmal
uns anschauen, ob das wirklich 1,1 Millionen wert ist oder eher weniger, der Spieler, der Park. Ja, Bremen verhandelt mit Park, das ist schon mal gut. Wir spielen jetzt gegen Brøndby als nächstes, gegen den dänischen Teilnehmer. Ja, diesen Tabellenführer der Gruppe liegt aber auch daran, dass die jetzt ein 3:3 haben und wir bislang mit unserem 0:0 relativ gut gefahren sind. Aber so langsam müsste mal wirklich gewonnen werden, erst recht, wenn man mal überlegt. Also, Spielerstatistiken haben wir denn? Ach ja. Europa League, wir können suchen, wie wir wollen. Wir finden keinen unserer Spieler, weder dort noch dort. Das ist natürlich bitter, aber andersrum ist das eben so. Jovetic, Cavani auch noch oben, Ribéry auch noch oben, Eden Hazard auch noch oben. Also da haben wir so einige Kandidaten, die in der Champions League schon ganz gut sind. Da haben wir den Europa League. Europa League, danke. Tore, nein, ich möchte Europa League Tore sehen, danke. Gervinho bei Rom. Hm. Ich glaube, der wird bei uns auch unglücklich werden. So wenig Tore, wie erzielt werden. Aber egal, wir spielen das nächste Spiel gegen Brøndby und das morgen oder heute. Warte mal. Heute. Nee, morgen. Morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet rein. Bis dann und tschüss.